Schön, dass wieder so zahlreich Demokratinnen und Demokraten den Weg nach Brackenheim gefunden haben. Heute am 23. Mai, was zeitgleich der Jahrestag zur Verkündung des Grundgesetzes ist. Wir, damit meine ich die Organisatoren von den Freiheitsspaziergängen Brackenheim, stehen für eine Sache, und zwar friedlich, bestimmt, unparteiisch oder überparteilich hier auf die Straße zu gehen nach Artikel 8 Grundgesetz. Möchte ich noch kurz was sagen, um Verständnis werben. Da oben sind wir an einem Haus vorbeigekommen, da hat wieder jemand so gemacht. Und ich bin mir sehr sicher, für den ist es so, wenn er uns nicht sieht, dann ist es auch nicht wahr. Und ich wünsche uns allen, dass wir mit viel Liebe und Wohlwollen solchen Menschen begegnen und auch denen alles Gute wünschen und dass sie nie hart landen und böse erwachen, sondern einfach weiter träumen. Das ist dann schön für die. Wir sehen es halt anders. Das ist unser Recht. Auch am Jahrestag zur Verkündung des Grundgesetzes. Wie die Presse funktioniert, wie die Qualitätsmedien arbeiten, von dem Sie hier hören, habt ihr sicherlich alle schon erkannt, sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier. Gerhard Wisniewski hat mal das Zitat gebracht, die Aufgabe der Mainstream-Presse ist es, Exkremente als Vanillepudding zu verkaufen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, zu tief in menschliche Schatten. Dein Mensch kann